Was ist Ihr persönliches Erfolgsgeheimnis? Mein Erfolgsgeheimnis ist, dass ich jeden Morgen aufstehe und weiß, ich mache den Job, den ich liebe. Also ich habe meine Berufung gefunden und ich habe den Mut, selbst wenn meine Berufung sich ändern würde und ich jetzt ganz andere Interessen habe, in diese Richtung zu gehen. Ich habe verstanden, dass man machen muss, wo seine Stärken und seine Interessen liegen, um erfolgreich zu sein. Und seit ich das verstanden habe, bin ich auch erfolgreich. Ja, das hört sich spannend an. Ja. Es war das verständlich. Ja, man tut, was man liebt. Ja? Das ist vielleicht ja. Die Botschaft, ja. Man tut, was man liebt. Und auch nur dann kann man gut sein. Man kann nicht gut sein, wenn etwas, was man nicht fühlt. Und wie denn? Also, wie? Ich kann es auf jeden Fall nicht. Wie weit würden Sie gehen für Erfolg, für einen guten Job? Naja, also niemals so weit, dass das irgendwie das Leben der anderen negativ beeinflussen kann. Aber ich habe mein ganzes Leben dem Erfolg und dem Job verschrieben. Also ich würde sagen, ich bin sehr weit gegangen. Ja. Gibt es eine Halbwertszeit? Gibt es eine Zeit, wo es irgendwann vielleicht vorbei sein kann und was anderes kommt? Denken Sie darüber nach? Ich habe dafür sehr viel drüber nachgedacht. Heute ist ja so, wenn Sie jetzt meinen, eine Halbwertszeit von Modeln ist so, die Branche verändert sich, die Märkte verändern sich. Nur weil man älter wird, heißt nicht, man kann nicht mehr modeln, sondern man macht halt andere Modeljobs. Ich bin ja jetzt auch Moderatorin und selbst, wie gesagt, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe den Mut und das Selbstvertrauen sagen, wenn ich morgen Schriftstellerin werden würde, dann könnte ich das machen. Ich wäre sicherlich nicht die beste Schriftstellerin, aber das war jetzt zum Beispiel. Das hört sich sehr karriereorientiert an. Können Sie sich auch ein Leben vorstellen als, ich sag mal, Hausfrau und Mama? Ja, ich hätte gerne einen Ponyhof. Ich komme ja vom Dorf und mit Pferdchen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. So ein bisschen nicht, ich sage immer, mein Leben ist ein bisschen wie bei Hannah Montana. So, tagsüber irgendwie versuchst du ein Star zu sein und dann gehst du zurück zu deinen Familie und Tiere und alles ist gut. Ja. Sie sehen fantastisch heute aus. Ein Kompliment, ja. Kann ich nur zurückgeben. Was tun Sie für sich, um fit und auch gesund zu bleiben? Ich höre ganz doll auf mich und ich mache alles, was mich glücklich macht. Das hilft auf jeden Fall. Keine Regeln, sondern ganz intuitiv gehe ich durchs Leben. Ja. Vielen Dank. Danke.